Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Heute habe ich etwas namens Ferry Cask, das aus Irland, das ist von Mareike Spitzer von www.irish-whiskies.eys.de und das ist ihre zweite Abfüllung mit dieser Ferry Cask Serie, diesmal mit Port. So, das war ihre erste Abfüllung. Ihr seht immer wieder diesen Gold Labels da drauf. Vielleicht könnt ihr sogar sehen, dass da eine Frau da drauf ist und sie reitet auf diesem Fass. Also das ist so schwierig, das mit der Kamera das so hinzukriegen. Ferry Cask, das war hier ein Heavily Peated und das hier ist mit einem Portfass. Yay! Was sie normalerweise hat, ist dann hier dieses sogenannte Black Rock. Also Mareike hat schon da ganz früh erkannt, hey, wir müssen Einzelfassabfüllungen machen. Und wir müssen sie tatsächlich in Fassstärke rausbringen. Und deshalb hat sie einfach für sich eine Linie kreiert, Black Rock, immer Fassstärke und immer ohne irgendwelche Finishings, direkt aus dem Fass, ob Grain oder Single Malt, das ist schon Nummer 8, das war der Single Grain, das war sogar hier 13 Jahre alt, wahrscheinlich ein Kuli. Man merkt eine gute Farbe. Und dann brauchte sie ein neues Label, Gold, mit dem man finishen kann. Also finishen darf, also Ferry Cask. So als ob der Fee dieses Fass geküsst hätte. Und diese Fee hat dieses Fass verwandelt. So, das, was wir hier haben, ist so neu, dass es noch keine Whisky-Base-Nummer gibt. So, das ist ein Blended Irish Whiskey. Ich habe immer meine Probleme mit dem Begriff Blended Irish Whiskey und Single Cask. So, hier, ups, ich brauche die Flasche hier. Also, hier steht Heavily Peated Single Malt Whiskey, eine einzige Distillerie und alles in 100% gemälzte Gerste. Hier vermute ich, also jetzt muss ich einfach mal hier zusammen vermuten, dass es eine interessante Mischung ist. Denn dieses wurde 2009 destilliert. 2009 ist wesentlich weiter, bevor Great Northern Distilleries gegründet wurde. 2009 ist ungefähr die Zeit, in dem Cooley wegoperierte. Also ich vermute, auch weil Mareike ganz gute Beziehungen da hat mit Jack Teeling bei Great Northern, dass sie irgendein Fass hatte. Und dass sie ihr was da abgegeben hat. Nun, Blended heißt natürlich Single Malt und Single Grain. Single heißt von einer einfachen Distillerie. So, sie hat dieses Fass hier abgefüllt, ihre Single Grain. Das ist auch dann schon 13 Jahre alt. Deshalb vermute ich, dass das Kuli ist. Ich vermute auch, dass hier ein Teil von der Grain untergemixt wurde, irgendein Grain. Und dass der Single Malt auch aus dem Jahr 2019 kam, ist dann auch aus Cooley. Und dann, was sie tat, ist, dass diese zwei verschiedene Sachen, Grain und Single Malt, meistens nicht vorher dann fast zusammengemixt, sondern meistens bevor man das finisht, wird es dann zusammengemixt und dann halt eben in ein Portfass dann zusammengemixt. Wenn man einfach mal zusammenzählt hier, wir haben insgesamt 200, schon 372 Flaschen mal 0,7, denn so groß ist die Flasche. Das heißt, wir haben insgesamt 260 Liter Inhalt. Also das passt nicht mehr in einen normalen Bourbon-Fass, das ist mehr. So, das muss jetzt hier in ein etwas größeres Fass. Der Port-Fass, was ich habe bisher in Irland war 220 Liter. Also von daher hat sie etwas Größeres gehabt, vielleicht ein Port Pipe. Also vielleicht hat sie etwas mit 300, 320 Liter. Schmeißt mal rein für ein Jahr und dann hat man halt eben hier oder noch länger. Steht nicht drauf, leider. Schade. Ich habe null Informationen. Nur das, was hier auf diesem Label steht. Und das ist genug, aber nicht viel. Das ist so neu, dass es noch keinen Eintrag gibt bei Mareike auf ihrer Internetseite. So. Ja, oh, lange noch nicht entscheiden, Kleist. Ich wollte schon eingeschenkt haben, damit es hier Zeit zum Atmen gab. Ich werde diesen Whisky natürlich vergleichen. Ich vergleiche diese Whisky ganz bewusst auch mit etwas Mareike. Und das ist nämlich ihre Sonderabfüllung für das Irish Whisky Wochenende 2022. Das ist ein Single Grain Whisky, das ist Virgin Oak und das ist No Recharred Casks. Für mich, das ist praktisch Black Bush. Also von Bushmills Black, also da benutzen sie auch Fässern, die neu
ausgecoalt waren. Und das merkt man. Also der Virgin Oak hier und diese Recharred Casks. Ich hier bin bei einem Maximum 4 Jahre alter Whisky, wahrscheinlich R3, 63,9%. Hier bin ich bei einem Whisky, der ungefähr 11 Jahre alt so sein wird, vielleicht 12. Und da bin ich schon bei 54,5% Alkohol bei Volumen. Schauen wir erst einmal farblich. Ihr seht hier einen Rotstich ohne Ende und ihr seht hier einen Braunstich. Naja, die sehen, zumindest jetzt in diesem Moment sehen sie halbwegs fast sogar ähnlich aus. Hier kann man ein bisschen so sehen. Das ist eher ein rötlicher Moment, das ist eher ein bräunlicher Moment. Interessant. Von oben sehe ich das wesentlich besser, ja? Gut, an der Nase. Ich kriege Vanillesoße mit Himbeeren auf einen Rechar Barrel. Also dieses Fass kommt irgendwie gut durch. Aber diese Vanille und diese Himbeere, vielleicht ist es doch eine Erdbeere, ist da einfach gegeben. Und irgendwie rieche ich persönlich, dass es ein bisschen Schärfe gibt. Es ist nicht der weicheste von allen Whiskys der Welt. Gut, cheers. Alkohol. Und dann am Ende kämpft sich mit dem Holz, mit dem Port. Es gibt ein Hin und Her. Es ist süß oder es ist trocken. Es ist süß, es ist trocken. Also für mich ist diese Whisky hier nicht ganz so balanciert, wie ich das sonst von Mareikes Whisky so kenne. Da ist viel drin. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es noch nicht rund ist. Es ist noch nicht ganz so, wie ich es gerne hätte. Es wirkt für mich auch wesentlich jünger als denn diese 11 Jahre, die angegeben werden. Also destilliert 2009, abgefüllt 2021. Es gab noch nicht so viele Flaschen jetzt hier bei mir im März, wo ich schon 2021 drauf hatte. Hängt auch viel mit Brexit zusammen, dass aus Schottland noch nicht viel rübergekommen ist. Allerdings aus Irland ist es einfacher, nicht ganz einfach, aber einfache Sachen hier rüberbringen zu können. Ja, Holz, Süße, bärig. Also der Himbeer hat sich ein bisschen eher Richtung Erdbeer verwandelt. Auf 45% ist diese Whisky hier, finde ich persönlich, besser. Ich weiß, Fassstärke muss sein, also deshalb können wir Wasser auch reintun. Ich tue gerne auch Wasser in meinen Whisky rein, damit es das ist, wie ich das gerne trinken würde. Wenn ich nicht besser wüsste, würde ich sagen, der ist wesentlich jünger. Das hat auch fast einen leicht metallischen Moment dazu. Also wir werden keine dicke Freunde hier. Das ist für mich ein 3-Whisky. Anderen werden das vielleicht lieben. Also Mareike wahrscheinlich liebt das, ist sowieso ihr Baby. Aber auch ein bisschen mehr Bitterkeit hinten raus ist denn da vom Holz. Also ich hätte gerne ein bisschen Süße mehr. Und ein bisschen weniger Alkoholschärfe und Holz und Estrigenz. Bin ich. Ich habe sowieso ein bisschen so. Ich bin ein süßer Zahn, habe ich. Sweet Tooth. Preislich 80 Euro. Ach. 11 Jahre alt, Fassstärke, Port Finish. Also wenn man echt überlegt, irgendwo hat Mareike wahrscheinlich 2 verschiedene Fässer aufgetrieben, hat einen dritten Portfass dann da auch aufgetrieben, hat die zusammen reingeschmissen, kostet auch Geld. Hat sie noch mal ein Jahr lang circa hier finishen lassen. Muss abgefüllt werden, muss nach Deutschland transportiert werden, musste Akkusteuer, Umsatzsteuer, alles Mögliche denn hier bezahlt werden. Auch die schönen Etiketten müssen gedruckt und draufgeklebt werden. Es kostet alles Geld. Also der Preis ist als Hersteller absolut nicht unfair. Für uns als Verbraucher ist die Frage, ob das wirklich hier gerechtfertigt ist. Ich hätte eine
Tullamore Dew 18 Jahre für diesen identischen Preis, 79,90 €. Würde ich viel, viel lieber trinken. Ich, 18 Jahre alte Irish Single Malt. Eine 11 Jahre alte Fassstärke jetzt hier mit dem Port Finish von meinem unabhängigen Abfüller kostet natürlich ein bisschen mehr als von einem großen Konzern. Okay. Preislich, es kriegt von mir, sorry, also weil, wenn ich ein 3 Minus habe und nicht gerne trinke, und dann kostet das auch entsprechend, muss es ein 4 sein. Anderen Menschen werden es ein 2 geben und vielleicht sogar Preis-Leistung auch ein 2. Kann sein. Meine persönliche Meinung. Das ist ein Whisky, den man absolut probieren muss. Und ich freue mich, dass wir 45 Leute, die am Gründonnerstag denn dort probieren werden. Das wird hier eine ganz, ganz coole Sache jetzt hier sein. Auch diese Flasche ist dabei mit Mareike, mit mir und 45 andere Leute. Keine Sets sind mehr erhältlich. Alle sind schon verteilt. Alles ist schon dann verschickt. So sorry. Vielleicht könnt ihr nächstes Mal dabei sein. Unten ist meine WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe. Dort werden solche Sets verteilt. Also muss man da dabei sein und schnell. First come, first serve. Nur als Vergleichswhisky. Also hier der Sonderabfüllung. Ich habe keine Ahnung, ob noch eine Flasche da ist. 45,90 €. Knapp 4 Jahre alt hier mit seine 3 und 60,9%. Absolut mein Wheelhouse. Absolut mein Beuteschema. Absolut das, wonach ich suche manchmal. Viel, viel, viel Vanille. Virgin Oak. Und viel, viel von diesem Blackbush-Moment. Hoch 9. Wow. Diese ausgekohlte Fässern. Karamellige, wertes, echte Moment. In ein Single Grain. Tolle Mundgefühl. Nicht ein Schärfe, nicht irgendwas, was denn... Es gibt einen schon ein bisschen einen Schub, aber nicht ab. Es tut nicht weh. Ist absolut cool und ich finde diese Flasche für 45,90 € lecker, lecker, lecker. Wesentlich leckerer als der Fairy Cask. Aber das ist meine persönliche Beuteschema. Was ist deine Beuteschema? Frage des Tages. Welche Irish Whisky wurden denn da tatsächlich in Portfässern entweder gereift oder in Vollreifung? Ich weiß, dass West Cork irgendwas da hat. Ich weiß, dass Tocollin irgendwas hat. Ich weiß, dass oder deine Lieblingswhisky in einem Port. Einer meiner Lieblingswhisky ist Talisker Port Rhee. Sehr, sehr gut. Was gefällt euch denn da? Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Bitte liken, bitte abonnieren, bitte Teil meiner WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe werden. Auf meiner Liste gibt es noch ein bisschen was davon. Vielleicht muss ich noch eine Flasche besorgen. Auch das ist ein Sample-Liste als PDF-Link. Und wir sehen uns hier jeden Tag 17:30 Uhr, jeden Sonntagabend 21 Uhr. Bis dahin, Whisky Jason. Ciao.